Willkommen zur Wochenlegung und Astrologie für die KW 9. Das ist der 28. Februar bis 6. März 2022. Wir haben natürlich in dieser Woche weiterhin das Sonnenzeichen Fische. Liebevoll, hilfsbereit, entgegenkommend, manchmal ein bisschen, ja, ich sag mal sehr fantasievoll, ein bisschen weg von der Realität, was ja auch nicht immer schlimm ist, aber man muss natürlich darauf achten. Im Hintergrund haben wir natürlich die Energie von Mars und Venus im Steinbock. Das sorgt dafür, dass man da eben, ja, eben diese Haltung noch behält, dass man auf das Geschehen achtet und sich nicht einfach treiben lässt. Das ist auch gut so. Wir haben allerdings am 6. dann den Wechsel von Mars und Venus in den Wassermann. Also am Sonntag passiert das erst. Also die ganze Woche haben wir ansonsten noch Mars und Venus im Steinbock. Das ist ein guter Halt, Erdenergie. Schauen wir uns an. Am 28. haben wir Wassermann-Mond und das ist eben auch für die Gemeinschaft gut. Das geht um Geselligkeit natürlich, aber auch um das Miteinander. Das ist ja auch Rosenmontag. Passt ja auch sehr gut. Wenn wir jetzt in den März einsteigen und ich hoffe, ihr erreicht den Monat März mit positiver Energie, mit, ja, ich sag jetzt mal, Narretei oder vielleicht auch ein bisschen Abwechslung. Wir haben eben auch Mond in den Fischen direkt zu Beginn des Monats. Das macht sehr fantasievoll. Man kann mal den Alltag vergessen und das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Neumond am 2. Und dann haben wir auf der einen Seite Sonne und Uranus, die eben Neues beginnen lassen. Sehr schön. Aber auch Merkur, Saturn, die darauf achten, dass man eben die Details beachtet, also das Kleingedruckte liest. Ich sage das ja immer so, aber das kann man auch auf andere Dinge beziehen. Venus und Mars, ja, stehen auch noch in Verbindung zu Pluto. Das bedeutet, man sollte da sehr vorsichtig sein, denn das, was man mit Pluto entscheidet oder tut, kann endgültig sein oder ist in den meisten Fällen auch endgültig. Da sollte man natürlich nichts überstürzen, unbedacht irgendetwas machen, ja, sondern eben gut nachdenken. Und man hat auch sehr schöne Energien in Bezug auf Partnerschaften, Beziehungen allgemein natürlich. Und da wird sich zeigen, ob eine Beziehung auch langfristig hält. Ich rede jetzt nicht nur von Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaften, auch innerhalb der Familie. Ja, es geht um alle Beziehungen, ob die langfristig halten oder sie können sich zu diesem Zeitpunkt auch, ja, voneinander lösen. Eifersucht ist auch dabei. Sonne und Jupiter haben ja einen Glückstag für den einen oder anderen. Sonne und Jupiter sorgen dafür, dass sich Gelegenheiten ergeben, die einem, ja, gute Chancen vermitteln. Und dass man auch das Gefühl hat, es lohnt sich, etwas getan zu haben und noch etwas zu tun. Und wie gesagt, wir haben dann an dem Sonntag den Wechsel von Mars und Venus in den Wassermann. Das ist eine relativ gesellige Energie im Sinne von, wir halten alle zusammen, wir sind als Gemeinschaft gut. Man fühlt sich als Teil eines großen Ganzen. Und auch das kann sehr schön und sehr zufriedenstellend sein, wenn man als Gruppe zum Beispiel einen Erfolg einfahren kann. Das ist eine sehr schöne Energie. Wir kommen jetzt natürlich auch zu den einzelnen Energien der Sternzeichen und ja, ich wünsche euch natürlich eine möglichst schöne, harmonische und angenehme Woche. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Skorpion. Wir sind in der KW 9 vom 28. Februar bis 6. März 2022. Ende des Monats solltest du ja ein bisschen vorsichtig sein, nichts überstürzen, nicht zu forsch rangehen. Ja, wir haben natürlich Gemeinschaftssinn mit Mond im Wassermann an diesem Rosenmontag. Das kann auch sehr gesellig sein. Dann haben wir zu Beginn des März ja schon einige, ja, Dinge, die in der Liebe drunter und drüber gehen können. Ja, das kann sich da schon ein bisschen, ich sag jetzt mal, verunsichernd auswirken. Am 2.
Solltest du nicht unbedingt eine Klärung herbeiführen wollen, lieber mal drüber nachdenken, denn wir haben Leidenschaften, die da eine Rolle spielen und die dafür sorgen können, dass man auch übers Ziel hinausschießt. Bleib da bitte auf dem Teppich. Und wir haben ab 5. gute Aspekte für den Job, wo du dich reinhängen kannst. Ich weiß, das ist der Samstag, aber vielleicht überlegst du dir da eine Strategie oder hast eine gute Idee, dann schreib sie dir auf oder nimm sie auf jeden Fall mit in die nächste Woche. Denn das gilt ja noch länger. Das geht ab 5. los und endet am 21. Und deswegen kannst du da einiges für dich entscheiden. Ja, schauen wir uns das mal an, wie das in den Karten aussieht. Und dann sage ich mal bis gleich. So, mein lieber Skorpion, wir sind bei der allgemeinen Kartenlegung für den Skorpion in dieser Woche, KW 9 vom 28. Februar bis 6. März 2022. Wie immer, natürlich schauen wir uns an, was möglich und machbar ist, und du entscheidest, was davon du für dich in deiner persönlichen Situation mitnehmen möchtest, was dir hilfreich ist. Darum geht es ja. Und wir schauen uns an, welche Energie wir in dieser Woche haben. Was steht an für den Skorpion energetisch? Der Page des Feuers, Leidenschaft natürlich. Haben wir gehört, da kann Leidenschaft mit dem Spiel sein. Du nicht unüberlegtes, würde ich einfach mal sagen. Sei nicht zu fokussiert, einen Sieg zu erringen, sondern passe dich den Gegebenheiten ein Stück weit an. Auch die Erdenergie mit Mars und Venus im Steinbock fordert dich auf, natürlich gut zu überlegen, was du tust. Das kann natürlich in Leidenschaft natürlich manchmal ein bisschen verloren gehen, dass man da den Kopf verliert. Aber es ist wichtig, da immer auch, ich sag mal, auf dem Boden zu bleiben, ja. Und wir schauen uns an, wie du dich siehst selbst in dieser Woche. Sechs der Luft, du bist ganz entspannt, du gehst das ganz ruhig und relaxed an. Das ist gut. Dein Wunsch? 10 des Feuers. Du möchtest einiges hinter dich bringen, erledigen, vielleicht auch Dinge, ja, loswerden. Ja. Hoffnung und Ängste haben wir die 5 des Feuers, die 5 der Stäbe. Wettbewerb oder innere Unruhe, ja, schön langsam machen. Wir haben ja auch astrologisch Beziehungsfrust, da muss man Acht geben, dass man da nichts, ja, ich sag mal, Unüberlegtes tut. Was ist gut für dich? Der König des Wassers oder der König der Kelche, deine Energie. Das ist sehr gut. Du bist in deinem Element, du bist gefühlsmäßig da, du bist fürsorglich, du bist liebevoll, auch mit der Sonne in den Fischen. Nicht gut ist die 5 der Luft. Das sind die Konflikte, die vielleicht übertriebenes Handeln oder starrsinniges Handeln, sage ich jetzt mal, hervorrufen können. Also nicht zu eigensinnig zu sein, aber ich finde deine Energie sehr schön, der Fürsorge, des Aufeinanderzugehens, des liebevollen Umgangs. Ausgang ist die 7 des Feuers. Du bist gewappnet, du weißt dich zu wehren. Ja, die Frage ist immer, ist das jetzt gerade notwendig? Ja? Gerüstet zu sein und auch Konflikte nicht zu scheuen, ist eine Sache, aber muss man ständig, ich sag jetzt mal, auf Konflikte aus sein? Das wäre natürlich nicht so gut, ne? Dass man so das Gefühl hat, ich muss oder will mich jetzt messen. Aber schauen wir mal, was haben wir denn für den Skorpion? Was kommt denn da von außen für eine Energie auf den Skorpion in dieser Woche zu? Was hast du von deinen Mitmenschen zu erwarten? So, wir haben die Nostalgie. 6 der Kelche kann bedeuten, jemand aus der Vergangenheit kehrt zurück. Du triffst alte Bekannte oder irgendwas wird wieder aufgelebt oder vielleicht etwas, was sich bewährt hat, kommt wieder auf. Also gar keine schlechte Idee, auch gefühlsmäßig. Ja, Nostalgie ist keine schlechte Energie. Es kann etwas sein, wofür man sehr dankbar ist, eine langwährende Beziehung zum Beispiel. So, wir haben die 10 der Stäbe hier. Da geht es um Belastungen, Dinge, die du hinter dich bringen willst. Ja, du gehst es an. Gerechtigkeit, Fairness, vage Energie, Ausgewogenheit, faires Miteinander, dass man also nicht ausgebeutet wird, sondern dass man gemeinsam daran arbeitet. Die Liebende natürlich mit der Leidenschaft, vielleicht auch Eifersucht schon mal oder Zweifel oder wie auch immer. Wir haben den Turm. Da schafft man Platz für Neues. Man bringt vielleicht diese etwas kritische Energie zum Schweigen und man sorgt für Ruhe und Gelassenheit. Königin der Stäbe ist Optimismus, aber auch Leidenschaft, ja, dass man
für seine Leidenschaft einsteht, ein leidenschaftlicher Neubeginn, aber man sollte natürlich keine Konflikte hervorrufen und man sollte die Prioritäten abwägen. Also ob man da jetzt direkt voll einsteigt und alles hinter sich lässt oder ob man da eben auch, ich sag mal, gewappnet ist, Dinge zu verteidigen, wie zum Beispiel eine langfristige Beziehung. Ja? Dass man da nicht sich ja, den leichteren Weg sucht zum Beispiel. Es kann auch um Beziehungen gehen im Job. Ja, dass jemand auf dich zukommt, sagt, möchten Sie nicht erneut für mich arbeiten? Das wäre auch möglich. Schauen wir uns an. 6 der Luft, Kommunikation und 4 der Stäbe. Du sprichst über eine solide Basis. Und das ist auch gut so, wenn du darüber sprichst mit deinem Gegenüber, ob jetzt im Job oder privat. Es geht darum, dass du deine Vorstellung auch äußerst, dass du entspannt bist und dann auch sagen kannst, was du dir wünschst oder wie du dir das selber vorstellen würdest. Wir haben Ausgewogenheit und wir haben den leidenschaftlichen Neubeginn. Also, du bist bereit, Missstände zu bereinigen, Dinge aus der Welt zu schaffen, Gefühl und Intellekt im Einklang. Aber ich sagte ja, die Leidenschaft spielt in dieser Woche eine große Rolle. Ja. 5 des Feuers, Königin der Münzen und die Sonne. Du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit. Das finde ich großartig. Das bedeutet, dass du verlässlich bist, dass du dein Gegenüber, deine Sachen, deine Vorhaben nicht einfach so im Stich lässt, nur weil sich da irgendwas Neues bietet oder so. Das finde ich sehr schön. Das solltest du aber auch zeigen und du solltest dich darüber freuen. Da darfst du zu Recht stolz sein. König der Kelche weckt ab und weckt auch ab, was die Vergangenheit betrifft, was die Außenenergie ist. Also eine langfristige Beziehung zum Beispiel oder eine langfristige Jobverbindung ist dir auch sehr wichtig und du wächst ab, wie wichtig sie dir ist. Und das kann bei jedem Skorpion natürlich unterschiedlich aussehen. Und darum kümmerst du dich und das finde ich auch sehr gut. 5 der Luft, Ritter der Kelche und Ritter der Schwerter. Also da kann schnell etwas auf dich zukommen. Zum Beispiel, wenn wir beim Job bleiben, ein tolles Angebot, womit du gar nicht gerechnet hast. Dann musst du natürlich abwägen, inwieweit die Vergangenheit eine Rolle spielt, was relevant ist und was nicht. Du solltest natürlich da nicht zu hastig vorgehen, sondern auch auf deine Gefühle achten, auf dein Wohlbefinden und wie du das Ganze, ich sag mal, hier auch abwägst. Das Gericht und die Königin der Kelche. Bei der sachlichen Abwägung von Entscheidungen spielt natürlich das Gefühl auch immer eine Rolle. Wie wohl fühle ich mich zum Beispiel da, wo ich gerade bin? Möchte ich das aufgeben oder ist es mir das wert, das aufzugeben für ein paar Euros mehr oder so? Das ist eben die Abwägung und du rüstest dich dafür. Die 10 der Stäbe, Heilung, Wassermann, Energie und die Königin der Stäbe. Ja, du gehst es mit Leidenschaft an. Du bist optimistisch, du willst etwas verändern. Und du sorgst für Harmonie. Dafür setzt du dich ein, aber du findest nicht immer vielleicht die richtigen Worte oder die richtige Lösung. Lass dir bitte helfen. Ja? Lass dir ruhig, wenn du nicht weiter weißt oder wenn du da keine Lösung hast, lass dir ruhig Unterstützung zuteil werden. Die Liebenden, Page der Münzen, 5 der Page der Schwerter und 5 der Münzen, so. Ja, vielleicht fehlen da ein paar Informationen bei dir oder bei deinem Gegenüber. Es geht um etwas, was du gerne tust oder wo du Gefühl investierst, ja. Und es fehlen einfach noch ein paar Informationen. Der Turm, die Details sind wichtig. Und die 4 der Kelche, was macht dich unzufrieden? Wo sind die Punkte, wo du sagst, das stimmt so nicht, das will ich so nicht, das muss ich aus der Welt schaffen. Darum kümmerst du dich ja. Und du wägst ab, ob du die Vergangenheit weiter bevorzugst oder etwas Neues beginnen möchtest. Königin der Stäbe, Strategie und Manifestation. Deine Strategie ist es, mit Optimismus und Leidenschaft die Dinge zu verfolgen. Also wirst du dich wahrscheinlich für etwas Neues entscheiden, aber sehr, sehr langsam. Es geht um Aufrichtigkeit, es geht um Authentizität. Also nicht den Leuten einen vor den Bug zu knallen, wenn du dich vielleicht für etwas Neues entscheidest, sondern ganz langsam vorzubereiten, dass du das vorhast. 10 der Kelche und 3 der Schwerter. Da haben wir genau 2 Wege, Enttäuschung oder Glück. Liebe oder, wie gesagt, da auch Enttäuschung. Ja? Es geht darum, wirklich abzuwägen, was für dich
als eigenständiges Individuum wichtiger ist. Und daran arbeitest du. Du willst Missstände bereinigen, die Vergangenheit abwägen mit dem, was kommen soll. Du bekommst möglicherweise Angebote, aber du sollst jetzt nichts überstürzen. Wir haben die Abwägung zwischen Gefühl und Realität, also eben auch zwischen Sachlichkeit und Gefühl, so meine ich. Und da ist es wichtig, dass du dir selbst auch gerecht wirst. Also, dass du auch zum Beispiel schaust, wenn ich das und das tue, hat das die und die Konsequenzen. Ja, das ist auch hier mit der 3 der Stäbe zu sehen. Wenn ich etwas Neues anfange, weiß ich vielleicht nicht so genau, was mich erwartet. Was ich habe, das weiß ich aber. Und wenn du keine Lösung hast und auch nicht unbedingt, ja, ich sag mal, es könnte ein bisschen kriseln, ne, in den Beziehungen, weil du noch keine konkrete Lösung hast, sprich darüber, aber sachlich und freundlich. Gib zu, dass du noch nicht weißt, wie es weitergehen soll. Oder es kommt halt immer darauf an, mit wem du sprichst. In erster Linie solltest du für dich selbst natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, das für dich zu klären. Und das, was dir am vielversprechendsten erscheint oder am richtigsten erscheint, das solltest du dann abwägen. Ja? Eine Strategie ist wichtig. Und natürlich Klarheit und Wahrheit, Offenheit. Und es kann sein, dass du das Gefühl hast, ich riskiere jetzt alles und ich könnte auch alles verlieren. Ja? Wir haben eine Karte für dich. Bewahre die Treue. Also es ist wichtig, dass du nichts einfach über den Haufen schmeißt, nur weil sich das jetzt gerade so richtig gut anhört und so richtig gut rüberkommt, sondern dass du wirklich genauer hinschaust. Deswegen auch die Details. Ich lese dir mal vor, was der Hund dir sagen möchte. Auch wenn der Wandel zum Leben gehört und uns allen bestimmt ist, uns weiterzuentwickeln, bleiben wir doch unserer Liebe und unseren Bekenntnissen treu. Daran will dich heute der Geist des Hundes erinnern. Auch du wirst geliebt und kannst darauf vertrauen, dass die höhere Liebe des Allgeistes Bestand hat. Die Liebe erreicht dich jetzt in vielen Formen. Sie manifestiert sich in den Menschen, die dich umgeben, und findet durch jeden von ihnen ihren einzigartigen Ausdruck. Der Geist des Hundes möchte, dass du deiner Liebe treu bleibst, denn jetzt ist eine Zeit des Glücks. Sei darin beständig, auch wenn du siehst, wie die Menschen und Dinge dem Wandel unterliegen. Der Hundegeist will dich wissen lassen, dass du mit deinem liebevollen und treuen Herzen und deinem unbeirrbaren Glauben daran, Liebe zu empfangen und zu geben, mehr Liebe anziehst und manifestierst. Du hast sie verdient. Habe Vertrauen in den göttlichen Plan für dich. Und dieses Vertrauen bekommst du dadurch, dass du deinem Bauchgefühl zuhörst. Also es eben eigentlich eher erspürst. Ne? Was fühlt sich richtig an? Wo liegen hier die Prioritäten? Welche Konsequenzen hat mein Tun, mein Handeln, meine Entscheidung, je nachdem, worum es geht? Du bist fokussiert und hier haben wir, denke ich, auch die Vergangenheit als Beweis der Treue, auch von Menschen in deiner Umgebung, Familie, Partnerschaft, Job, Kollegen, was auch immer. Und wenn dir hier Informationen fehlen, dann brauchst du noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja die Veränderung der Energien mit Mars und Venus am 6. Dann wechseln Mars und Venus in den Wassermann. Da geht es mehr um allgemeine Energien, um das gesamte Bild, um das Kollektiv. Bis dahin solltest du dir schon, denke ich mal, darüber im Klaren sein, wem oder was du die Treue hältst. Ja, das wäre schon sehr, sehr wichtig für dich selbst. Und natürlich auch für die Menschen, die davon betroffen sind, seien es deine Kollegen oder dein Partner, deine Partnerin. Ich denke mal, dass du, wie gesagt, sehr überlegt handelst, dass du nicht kopflos bist. Das zeigt auch der Page der Münzen und der König der Schwerter. Suche dir im Zweifelsfalle Rat, damit du mehr Informationen hast. Ja? Denn es geht hier zwischen Enttäuschung und natürlich großen Gefühlen einher. Das kann auch, wie gesagt, einen Job betreffen, einen neuen Job oder einen alten Job, die miteinander so ein bisschen in Konkurrenz stehen. Aber ich denke, dass du dir das gut überlegen wirst und auch Dinge, die dich stören, beiseite schaffst. Aber das braucht eben auch Geduld, Zuversicht und vielleicht auch ein paar gute Freunde, die dir dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, klingt sehr spannend. Ich bin auch gespannt, was du berichtest, wie die Woche für dich verlaufen ist und würde mich über Rückmeldungen sehr freuen. Wenn es dir gefallen hat und dir ein Stückchen auf deinem Weg geholfen hat,
dann lass gerne ein Däumchen hoch da. Ich bedanke mich dafür, wünsche dir ganz viel Erfolg, die richtigen Entscheidungen und natürlich auch ein entsprechendes Ergebnis. Alles Liebe und bis bald.